Bundesregierung hat ihr Sparpaket geschnürt. Betroffen sind wieder mal die Leute, die eh schon am wenigsten haben. Allen voran Hartz-IV-Empfänger und unter anderem hier in Berlin das Programm Soziale Stadt. Heute formiert sich hier Protest, wie im ganzen Lande formiert sich Protest. Und wir fahren jetzt zur CDU-Zentrale und zeigen Angela Merkel die gelbe Karte. Wir sind jetzt vor der CDU-Bundeszentrale hier in Berlin. Am 26. November wird der Haushalt im Deutschen Bundestag beschlossen. Der Haushalt mit dem Sparprogramm von Angela Merkel und ihrer schwarz-gelben Bundesregierung. Dieses Sparprogramm trifft vor allem die Leute, die eh schon am wenigsten haben, während andere schon wieder profitieren, aus der Krise herausgehen. Wir rufen euch auf, geht in eurem Kreis in die Wahlkreisbüros von CDU und FDP, zeigt ihnen die gelbe Karte gegen das Sparprogramm. Die gelbe Karte als Vorwarnung, dass wir mit diesen Kürzungen, vor allem im sozialen Bereich, vor allem bei Hartz-IV-Empfängern, nicht einverstanden sind. Nehmt Material der Linken mit. Die Krisengewinner müssen zahlen, ist unsere Forderung. Und wir zeigen jetzt mal Angela Merkel die gelbe Karte.